Aufwärmen für den paralympischen Traum. Markus Rehm hat sich ein Ziel gesetzt, die Goldmedaille im Weitsprung. Der Deutsche, der im Alter von 14 Jahren beim Wakeboarden sein rechtes Bein verlor, ist im Behindertensport beim Weitsprung und über die 100 Meter ein absoluter Ausnahmeathlet. Doch das ist dem 28-Jährigen nicht genug. Er will sich auch mit seinen nicht behinderten Kollegen messen. Ich denke, wir konnten in den letzten Jahren zeigen, dass unser Sport sich entwickelt hat. Und früher wurde der paralympische Sport vielleicht noch so ein bisschen belächelt und ja gut, lass die mal einen Sport machen. Und heute sind wir so gut geworden, dass sich Leute sogar überlegen müssen, uns zu sagen, nee, wir können nicht gemeinsam starten, ihr habt da irgendwie, also ihr springt da weiter. Bei einem Schaukampf hat Rehm seinen Fans schon genau gezeigt, was er meint. Der dreimalige Weltmeister sprang trotz seiner Behinderung auf unglaubliche 8,40 Meter, nur 45 Zentimeter weniger als Mike Paul bei dessen Weltrekord. Rehm hat hohe Erwartungen an Rio, auch weil der Druck viele auf ihm lastet, die hoffen, dass der paralympische Sport durch ihn eine noch größere Anerkennung erfährt.